Hallo, ihr fabelhaften Fischegeborenen und Fische-Aszendenten. Herzlich willkommen zu eurem Jahreshoroskop 2018 mit eurer Astrologin Antonia Langsdorf. In diesem ersten Teil gehe ich ausführlich auf eure langfristigen Tendenzen ein. Es ist also euer Erlebnishintergrund für 2018. Im zweiten Teil gebe ich euch einen Überblick über die Highlights und die kritischen Phasen mit den Liebesplaneten. Teil 2 erscheint rechtzeitig bis Neujahr und wenn ihr meinen Kanal abonniert, bekommt ihr eine Nachricht von YouTube, sobald das Video online ist. Natürlich bin ich jederzeit für eine persönliche Beratung für euch da. Ihr erreicht mich über mein Kundentelefon oder meine Homepage und alle Infos dazu verlinke ich unten in der Videobeschreibung und auf der Infokarte hier im Bild. Dann habe ich eine ganz tolle Verlosung für euch. Mehr dazu am Ende des Videos, also bleibt dran. Jetzt aber zu euren fabelhaften Aussichten für 2018. Für die Liebe kann das eines eurer schönsten Jahre werden. Also macht das Beste draus. Geht vor die Tür, unternehmt viel, trefft euch mit Leuten, besucht Ausstellungen und Konzerte, geht tanzen oder geht euren kreativen Hobbys nach. Das ist kein Jahr, um sich zurückzuziehen und vor sich hin zu grübeln, wozu ja Fische manchmal neigen. Ihr könnt viel Spaß und viele aufregende Liebeserlebnisse haben. Also nehmt euch vor, das auch wirklich zu tun und zu genießen. Fast alle Planetenkräfte stehen 2018 günstig zur Fischesonne und Glücksplanet Jupiter verbindet sich über weite Strecken mit eurem Herrscherplaneten Neptun. Und das heißt, ihr braucht nur ihr selbst zu sein und seid damit erfolgreich und beliebt. Jetzt schauen wir uns eure Aspekte im Einzelnen an. Der wichtigste kosmische Faktor ist natürlich Neptun, euer Herrscherplanet. Er befindet sich im siebten Jahr seiner 14-jährigen Reise durch euer Sternzeichen. Es ist also weiterhin eine besondere Zeit in eurem Leben, in der eure natürlichen Qualitäten gefördert werden. Fantasie, Mitgefühl, Charme, Friedlichkeit, romantische und selbstlose Liebe. Fische, die in heilenden und helfenden Berufen tätig sind, werden sich dort sehr gut einbringen können und sich wohl dabei fühlen. Außerdem repräsentiert Neptun auch die Bilderwelt und die Fantasie des Entertainments. Wenn ihr also in einem künstlerischen Beruf tätig seid, auf der Bühne steht, fürs Fernsehen arbeitet oder vielleicht auch einen YouTube-Kanal habt, dann werdet ihr damit erfolgreich sein und Freude dran haben. Neptun verstärkt auch eure Intuition, die ja sowieso schon gut ist, und ihr hört nie auf, eure Liebes- oder Flirtpartner mit euren romantischen Fähigkeiten und Ideen zu verzaubern. Wenn ihr noch nicht verheiratet seid oder noch keine schöne Beziehung habt, dann könnt ihr dieses Jahr eine finden. Wenn ihr in einer Beziehung seid, kann die Liebe zwischen euch immer tiefer und wundervoller werden. Jedenfalls werdet ihr dazu beitragen. Es kommt natürlich darauf an, ob euer Partner gerade sehr stressige Aspekte empfängt. Zum Beispiel, wenn ihr mit einem Steinbock, Widder oder Waagepartner zusammen seid. Aber im Grunde kann euer Schatz sich freuen, denn wenn er unter Druck steht, werdet ihr ihm helfen, wieder in die Liebe zu finden. Weil Neptun euer Herrscher ist, profitieren alle Fischegeborenen von diesem schönen Einfluss. Wenn ihr zwischen dem 1. und dem 5. März Geburtstag habt, dann wird Neptun direkt über eure Sonne laufen. Und das kann auch eine gewisse Verpeiltheit mit sich bringen. So schön der Einfluss auch ist, manchmal ist man damit so sehr in seiner eigenen Fantasiewelt unterwegs, dass man nicht mehr mitkriegt, was in der Wirklichkeit vor sich geht. Das kann auch ganz praktisch bedeuten, dass ihr Termine verpasst oder mehrere Verabredungen auf die gleiche Zeit legt. Ihr seid dann so ein bisschen wie ein Künstler, der wundervolle Kunst hervorbringt, aber im Alltag Schwierigkeiten hat, den Überblick zu behalten. Neptun auf der Sonne kann auch ein erhöhtes Schlafbedürfnis anzeigen. Wenn ihr das spürt, solltet ihr dem nachgeben. Wahrscheinlich träumt ihr auch viel mehr als sonst, weil ihr so empfindsam seid und viele Eindrücke zu verarbeiten habt. Das Gute ist 2018, dass ihr gleichzeitig stärkende Einflüsse von Glücksplanet Jupiter und Machtplanet Pluto bekommt. Das bedeutet, Menschen, die euch lieben, werden euch gerne helfen. Es wird auch Gönner und Förderer geben, die eure künstlerischen oder beruflichen Fähigkeiten erkennen und sich für euch einsetzen. Also scheut euch nicht, charmant um Hilfe zu bitten. Andere sind gern für euch da. Glücksplanet Jupiter wird bis November 2018 hier im Skorpion in einem traumhaften Aspekt für euch stehen. Besser geht es wirklich nicht. Der Aspekt erzählt davon, dass vieles, was ihr anfasst, euch mühelos gelingt und dass ihr mit euren persönlichen Herzensprojekten Erfolg habt.
dass man euch gerne unterstützt und dass man auf eure Talente aufmerksam wird. Jupiter steht ja hier in eurem 9. Sonnenhaus der Sinnfindung und der Reisen. Ihr entwickelt jetzt Vertrauen in eure eigene Weisheit und eure Lebensphilosophie. Wenn ihr Fernweh verspürt, dann solltet ihr 2018 unbedingt eine schöne Reise unternehmen. Dabei könnt ihr auch die Liebe finden, wenn ihr noch Solo seid. Und ihr könnt beruflich erfolgreiche Beziehungen ins Ausland knüpfen. Wunderbar ist dieser Aspekt, wenn ihr unterrichtet, denn ihr findet Anerkennung als Lehrer oder Seminarleiter und eure Arbeit macht euch eine Riesenfreude. Auch Fortbildungsmaßnahmen stehen unter guten Sternen. Und den Jupiter-Aspekt direkt auf ihre Sonne empfangen 2018 die Geburtstagskinder vom 1. bis 20. März. Genial ist, dass auch Erfolgsplanet Saturn günstig für euch steht. Hier, ne? Das heißt, er unterstützt euch dabei, dass ihr nicht nur romantische Träume im Kopf habt, sondern auch im Beruf oder in der Karriere vorankommt. Vor allem dann, wenn euch eure Arbeit Freude macht und ihr den Sinn darin seht. Dann seid ihr beflügelt und auch harte Arbeit kriegt ihr gut hin. Im 11. Haus der Gönner und Gleichgesinnten zeigt Saturn auch Leute, die vielleicht älter sind oder die euch streng vorkommen, die euch aber voranbringen, wenn ihr euch von ihnen fordern lasst. Es können sich auch Freundschaften zu älteren Menschen ergeben, deren Erfahrung ihr schätzt. Und wenn ihr Solo seid, findet ihr vielleicht auch Flirtpartner, die interessant sind und die euch mit einer gewissen Reife und Abgeklärtheit beeindrucken. Den Sextilaspekt von Saturn empfangen dieses Jahr die Geburtstagskinder vom 18. Februar bis zum 2. März. Schaut euch doch dazu auch nochmal mein Special über Saturn an, die Kunst zu manifestieren. Auch Pluto steht im Steinbock und damit im gleichen günstigen Aspekt zur Fischesonne. Das merkt ihr daran, dass ihr mehr Ecken und Kanten entwickelt, mehr Profil zeigt und auch Menschen mit Einfluss und Power in euer Leben zieht. Trotz eurer sensiblen Intuition seid ihr auch in der Lage, euch abzugrenzen. Ihr erkennt es, wenn euch jemand ausnutzen will und schiebt dem einen Riegel vor. Pluto kann euch helfen, stärker in eure Kraft zu kommen und weil er hier in eurem 11. Haus der Freunde steht, kann das auch durch Freundschaften oder berufliche Kontakte passieren, die euch auf eine gute Art herausfordern. Es kann auch sein, dass ihr eine gesellschaftliche Aufgabe übernehmt, in der ihr euren Einfluss geltend machen könnt. All das kann lebensverändernd wirken. Deswegen, wenn ihr merkt, dass Entscheidungen anstehen, die euer Leben nachhaltig beeinflussen, guckt euch das genau an und lasst euch Zeit, die beteiligten Menschen näher kennenzulernen. Streckenweise wird Neptun gleichzeitig auf eurer Sonne stehen, sodass ihr Zeit braucht, um eine gute Entscheidung zu treffen und die Botschaften eurer Intuition zu sortieren. Deshalb lasst euch nicht unter Druck setzen. Ihr könnt sehr viel erreichen mit euren Aspekten, aber weil ihr eine so umwerfende Ausstrahlung habt, werden mehrere Leute euch wahrscheinlich gleichzeitig verschiedene Projekte vorschlagen und dann müsst ihr euch entscheiden. Und dann müsst ihr halt sehen, welchen Weg ihr gehen wollt und was am besten zu euch passt. Wahrscheinlich werden viele der sensiblen Fische diese Einflüsse spüren, aber am direktesten wirken sie auf die Sonne der Geburtstagskinder vom 7. bis 12. März. Auch die wilde Lilith geht noch bis zum 6. August hier durch den Steinbock und euer 11. Haus der Freunde und wird sich dort erst mit Saturn und dann mit Pluto verbinden. Sie bringt da einen Touch von Exzentrik rein, der euch wahrscheinlich gut gefällt, denn ihr seid ja offen für Menschen, die aus dem Rahmen fallen. Lilith steht ja auch für die Außenseiter, die ungerecht behandelt werden. Da fühlen sich bestimmt viele Fischegeborene angesprochen, zu helfen, besonders wenn sie sich auch politisch interessieren. Vielleicht zeigt Lilith aber auch einfach eine Freundin an, die euch mit ihren feministischen Ideen anregt und aufregt. Jedenfalls ist es ein freundschaftlicher Aspekt und den empfangen noch bis August die Geburtstagskinder vom 25. Februar bis 20. März. Dazu könnt ihr euch auch nochmal mein Video »Gehe deinen eigenen Weg« über die Lilith im Steinbock anschauen. Aufregende Nachrichten gibt es auch von Veränderungsplanet Uranus. Der wird nämlich ab Mitte Mai und vorerst bis Anfang November ins Zeichen Stier gehen und damit in einen förderlichen und anregenden Aspekt zur Fischesonne. Wenn ihr zwischen dem 18. und dem 23. Februar geboren seid, fühlt ihr euch vielleicht zu deutlich jüngeren Partnern hingezogen oder jedenfalls zu Menschen, die lustig und interessant sind und ungewöhnlich und die euch faszinieren und anregen.
Ein solcher Flirt kann unglaublich knistern und ihr fühlt euch belebt und erfrischt. Außerdem geht Uranus dann in euer drittes Sonnenhaus. Das heißt, ihr werdet euch vielleicht ein neues Interessengebiet erschließen, etwas Neues lernen oder es gibt interessante Neuigkeiten in eurer Nachbarschaft oder von euren Geschwistern. Dieser Aspekt dauert zunächst bis November und ab März 2019 geht Uranus dann endgültig in den Stier und damit für 7 Jahre in diesen prickelnden und anregenden Aspekt zur Fischesonne. Am 8. November geht Jupiter ins Zeichen Schütze und damit in euer 10. Karrierehaus. Damit beginnt dann eine Zeit von 13 Monaten, in der ihr beruflich viele Gelegenheiten und Chancen bekommt und sich für eure Karriere spannende neue Perspektiven ergeben. Auf jeden Fall wird das eine Erfolgsphase. Allerdings bildet Jupiter dabei einen Spannungsaspekt zur Fischesonne. Und wenn er dabei auch in Spannung zu Neptun geht, müsst ihr euch vor Illusionen und Übertreibungen in Acht nehmen oder vor Leuten, die euch falsche Versprechungen machen. Da gehe ich dann aber nochmal ganz genau drauf ein, wenn es soweit ist. Zum Schluss gibt es noch eine gute Nachricht. Am 6. November wird der aufsteigende Mondknoten ins Zeichen Krebs gehen. Und damit bildet er hier einen vorteilhaften Aspekt zur Fischesonne und wandert für die nächsten 1,5 Jahre durch euer 5. Sonnenhaus der Kreativität und Lebensfreude. Das ist besonders schön für alle Fischegeborenen, die einen Kinderwunsch haben oder kreative Babys auf die Welt bringen möchten. Das war euer Erlebnishintergrund für 2018 und das kann ein ganz tolles Jahr für die Liebe und für eure Herzensprojekte werden. Alles über die Highlights und die kritischen Phasen des Jahres und natürlich, was die Liebesplaneten euch zu bieten haben, das erfahrt ihr in Teil 2 des Jahreshoroskops. Und Teil 2 wird rechtzeitig bis Neujahr online gehen. Wenn ihr euer persönliches Jahreshoroskop bei mir buchen wollt, seid ihr natürlich herzlich willkommen. Am besten ihr bestellt es über die Homepage oder ihr ruft direkt auf meinem Kundentelefon an. Und alle Infos findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung oder auf der Infokarte hier oben im Bild. Im Januar habe ich 2 wichtige Webinartermine für euch. Da ist einmal mein Webinar Saturnprobleme heilen. Da freue ich mich schon sehr drauf, euch aus meinem Erfahrungsschatz ein paar goldene Regeln mitzugeben, wie ihr diesen Saturntransit meistern könnt. Von mir bekommt ihr nur solche Anregungen, die euch wirklich was nützen und von denen ich weiß, dass sie funktionieren. Da bin ich ganz der Steinbock. Der Termin ist am Freitag, den 12. Januar um 17 Uhr. Und eine Woche später leuchten dann wieder Antonias Sterne im Webinar, wie immer in einer kleinen, exklusiven Gruppe. Und jeder kann mir eine spezifische Frage zum Horoskop stellen. Und das ist dann am Freitag, den 19. Januar um 17 Uhr. Falls ihr noch ein Geschenk sucht zu Weihnachten oder überhaupt für einen lieben Menschen, der sich auch für Astrologie interessiert, möchte ich euch meine Sternzeichen-Kolliers ans Herz legen. Ihr könnt sie über mein Kundentelefon bestellen oder über meinen Shop. Alle Infos dazu findet ihr auf meiner Homepage. Zum Schluss möchte ich mich von Herzen bedanken bei meiner Tochter Marilene, die meine Videos immer so toll mit mir produziert. Und bei meinem Partner Ray Merriman. Ich habe viele, viele Gespräche mit ihm geführt, um die Jahreshoroskope vorzubereiten. Und ich möchte euch sein Buch Voraussagen für 2018 wärmstens empfehlen. Vor allem, wenn ihr euch auch für Finanzen und Wirtschaftstrends interessiert. Es kostet 59 Euro und ihr könnt es über Rays Homepage bestellen. Sie heißt www.mma-europe.ch und ich verlinke euch das auch unten in der Videobeschreibung. Jetzt kommen wir zur Verlosung. Es gibt eine komplette Jahresvorschau mit mir zu gewinnen, also 45 Minuten Beratungsgespräch plus eine Audiodatei mit dem Mitschnitt im Gesamtwert von 155 Euro. Und diese Beratung könnt ihr wie immer gewinnen, wenn ihr mir hier auf YouTube einen konstruktiven Kommentar postet und indem ihr meinen Kanal abonniert. Einfach hier klicken und schon seid ihr bei der Verlosung dabei. Und schaut euch auch meine anderen Videos an, zum Beispiel meine Specials über Saturn im Steinbock, Lilith im Steinbock und den Mondknoten im Löwen, die sind hier eingeblendet. Nun wünsche ich euch ein wunderbares neues Jahr und alles Gute mit den Sternen.